1. August ist Zeit für eine Juli-Bilanz und die fällt zweigeteilt aus. Die erste Hälfte des Julis war überdurchschnittlich kalt, am kältesten einmal nachts in Dill im Hunsrück mit 1,2 Grad und 14 Tage später am wärmsten in Trier mit über 40 Grad. Dazwischen liegen also 14 Tage, 70 Kilometer und 39 Grad. Rein äußerlich machen die Temperaturschwankungen dem Getreide nichts aus. Es steht gut da, aber nicht mehr lange. Die Erntemaschine von Wolfgang Seer aus Kimlingen bei Kordel hat die Startlöcher bereits verlassen. Herr Seer, wir Laien sagen, sieht toll aus, ist bestimmt eine super Ernte. Was sagt der Profi? Ich würde sagen, wir müssen erst die Inhaltswerte abwarten. Durch die trockenen Perioden werden wir da schon Einbußen haben. Kann ich mir vorstellen. Trotzdem macht Ihnen die Ernte besonders viel Spaß, weil Sie hier dieses Gefährt haben. Können Sie mir den mal vorstellen? Ja, der ist 40 Jahre alt und der hat damals, wir haben uns dafür entschieden, weil der weniger Kapital gebunden hat und wir können unsere Ernte im eigenen Regie durchführen und von daher, wir sitzen nicht im Staub und wenn wir bedenken, dass der über elf Monate im Schuppen steht, dafür ist die Einsatzzeit einfach zu kurz, heute ein Einfamilienhaus dahin zu stellen. Genau, weil die meisten Landwirte sitzen dann auf so einem großen Mähdrescher, genau. Der sogenannte Selbstfahrer. Ja. Wenn Sie jetzt mit dem alten Teil ankommen, das zählt ja schon als Oldtimer, was sagen die Kollegen? Ist der Seher wieder unterwegs mit seinem Pferdegeschirr, oder? Ein bisschen schmunzeln kommt schon auf, gell, aber das macht mir gar nichts. Gell. Was kann der denn, was andere nicht können? Der macht genau dasselbe, diese Prozesse, es sind ja 5 Prozesse, schneiden, fördern, dreschen, reinigen. Das tut er genauso wie ein großer auch, gell? Halt eben, ich habe keine hohen Kosten an Motor, Antrieb, Bremsen, wo alle an dem Selbstfahrer dran ist, gell? Was der hier nicht hat. Dafür kann ich mir den Schlepper dazu kaufen, den ich das ganze Jahr kann benutzen. Und im Notfall können Sie es ja auch noch selber reparieren. Genau, ja. Wenn es ums Wetter geht, da fragt der kluge Mensch entweder den SWR, die Landesschau, oder den Landwirt, was kommt demnächst auf ein Wetter auf uns zu? Für nächste Woche ist Regen gemeldet und wenn wir aber jetzt Glück haben und können dann noch 3 Tage durchfahren, dann wird die Ernte 2019 soweit abgeschlossen sein. Ja. Und wir gucken mal, ob wir das bestätigen können. Ein Blick auf unsere Regionalkarten von Rheinland-Pfalz. Aprilwetter im August, nur deutlich wärmer. Alles ist drin. Der Tag beginnt im Norden mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages kann es vereinzelt schauern und in der Region Altenkirchen auch gewittern. Im Süden wird kein Tropfen aus den Wolken fallen. Diese verziehen sich auch schnell wieder und übrig bleiben ein paar Dekowölkchen und viel Sonnenschein. In der Pfalz wird es bis zu 28 Grad warm. Über Hunsrück und Eifel sieht es zunächst nicht anders aus. Eine freundliche Mischung aus Sonne und Quellwolken, die am Nachmittag jedoch einzelne Schauer oder kurze Gewitter bringen können. Im Westerwald und am Rhein beginnt der Samstag mit dichten Wolkenfeldern und einigen Schauern. Am Nachmittag ziehen die Regenwolken aus der Eifel in die Pfalz. An Rhein und Mosel scheint die Sonne. Das Thermometer klettert auf 25 Grad. Und am Sonntag dann wieder Sommersonne im ganzen Land. Es wird bis zu 27 Grad warm. Über Hunsrück und Westerwald erscheinen im Laufe des Tages ein paar lockere Wolkenfelder, die man aber bei den Temperaturen als wohltuend empfinden wird. So, liebe Bescheidwisser, jetzt kommt natürlich noch die Königsfrage. Was haben wir heute geerntet? Hafer, richtig. Und was ist das?